Wir machen jetzt einen fliegenden Übergang. Ich bitte auch den Felix herzukommen, weil wir jetzt dann langsam zum Open-Mic-Block kommen, aber wir haben noch so ein paar Sachen, die wir ein bisschen besprechen möchten. Wir müssen heute ein bisschen diskutieren miteinander, habe ich das Gefühl. Ja. Glaubst du? Ja. Okay. Also, das Thema Erster Weltkrieg. Ja, ist gerade heute wieder sehr präsent, da ja... Hast du irgendwo was gehört? Hat jemand irgendwas... Heute zu mir privat quasi. Ja. Nein, ich war heute im IKEA und da haben sich die Leute hauptsächlich über die Mandeltorte unterhalten eigentlich. Okay. Ja. Also, habt ihr was gehört über den Beginn des Ersten Weltkriegs heute vor 100 Jahren? Heute vor 100 Jahren, bitte. Ja, aber nicht alle. Scheint nicht wichtig zu sein. Naja... Nicht wichtig. Ich meine, vielleicht wird über den Ersten Weltkrieg nur noch in alten Texten gesprochen. Ja? Ich habe beispielsweise letztens ein Stück von Bertolt Brecht gelesen, das nennt sich Mutter Courage und ihre Kinder. Kann ich euch übrigens nur empfehlen. Und da fällt ein ganz interessanter Satz. Und zwar sagt das ein Soldat in diesem Stück, der sagt, na Gott sei Dank ist endlich wieder Krieg. Entschuldige, das war jetzt auf jeden Fall. Recht hat nicht die Möglichkeit. Okay, also Gott sei Dank ist endlich wieder Krieg, weil nur im Krieg herrscht Ordnung unter den Leuten. Und die Leute wollen Ordnung. Ja? Mit solchen Texten müssen wir uns vielleicht heute auch auseinandersetzen. Stichwort Erster Weltkrieg. Aber man muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Also, es gibt so viel von ganz gescheiten Leuten in der Literatur, in der Philosophie. Ich habe zufällig das Buch von Masse und Macht wieder mal in die Hand genommen, von Elias Canetti. Es ist unglaublich, was für gescheite Dinge da drin stehen und dann stehen wir wieder da und müssen wieder für Frieden kämpfen. Ja, es passiert immer wieder dasselbe von vorne, oder? Also, ich habe auch ein kleines Gedicht gefunden. Es ist auf Englisch, aber ich glaube, ihr sprecht eh alle Englisch. Ich glaube, das kriegen wir hin, ja. Das ist über Selbstliebe von Charlie Chaplin. Das war ein toller Typ. Und der hat auch den Ersten Weltkrieg, nehme ich an, ganz schön miterlebt, der Arme. Also, ich erlaube mir, das auf Englisch zu lesen. As I began to love myself, I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today I know this is authenticity. As I began to love myself, I understood how much it can offend somebody as I tried to force my desires on this person, even though I knew that time was not right and the person was not ready for it. And even though this person was me, today I call it respect. As I began to love myself, I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it maturity. As I began to love myself, I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment. So I could be calm. Today, I call it self-confidence. As I began to love myself, I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do, and that makes my heart cheer. And I do them in my own way and in my own rhythm. Today, I call it simplicity. As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health. Food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself. At first, I called this attitude a healthy egoism. Today, I know it is love of oneself. As I began to love myself, I quit trying to always be right, and ever since, I was wrong less of the time. Today, I discovered that this is modesty. As I began to love myself, I refused to go on living in the past and worry about the future. Now I only live for the moment, where everything is happening. Today I live each day, day by day, and I call it fulfillment. As I began to love myself, I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today, I call this connection wisdom of the heart. We no longer need to fear arguments, confrontations, or any kind of problems with ourselves or others.
even stars collide, and out of their crushing, new worlds are born. Today, I know that is life. Yeah. Ja, sag's eh, genau richtig. Ich meine, wir müssen uns ja mit dem heutigen Moment beschäftigen. Und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum sitzen wir alle hier, die wir vielleicht vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg ohnehin nur aus Geschichtsbüchern etwas wissen oder aus Filmdokumentationen. Es passiert ja leider Gottes heute nach wie vor solche Konflikte. Man nennt es vielleicht nicht unbedingt Weltkrieg, oder zumindest noch nicht, wir wissen es nicht. Aber schauen wir uns beispielsweise die Situation in Gaza heute an. Das ist ein massiver Angriffskrieg. Ja? Das muss man Krieg nennen. Das kann man nicht Vergeltungsmaßnahmen nennen. Ja? Speziell dann nicht, wenn der eigentliche Grund für die Vergeltungsmaßnahme inzwischen erwiesenermaßen nicht wahr ist, nicht stimmt. Ja? Also dieser Vorwand, dass hier drei Teenager entführt worden sind, das ist inzwischen bestätigt, dass es nicht die Hamas war, selbst, also die Organisation, die dafür... Also es ist auf alle Fälle strittig, wer konkret dahinter steckt, aber es war keine gezielte Aktion der Hamas, so viel steht mal fest. Aber vielleicht auf eines will ich da dabei hinaus. Es sitzen heute auch viele junge Leute hier bei uns im Publikum und ich glaube, das hat ganz einfach damit zu tun, wir müssen uns heute wieder mit solchen Konflikten auseinandersetzen, nicht nur aus der Vergangenheit irgendetwas lesen. Du, ich habe da letzte Woche sehr liebe junge Leute aus St. Pölten kennengelernt. Darf ich Sie kurz herbitten, so ganz, ganz einfach? Ja, bitte, kommst du mal vor. Einen riesen Applaus für unsere jungen Freunde aus St. Pölten, bitte. Das ist eure Chance, jetzt könnt ihr es uns sagen. Das freut mich, dass ihr wieder da seid. Wie oft seid ihr jetzt schon nach Wien gekommen? Ich zum dritten Mal, ich zum vierten Mal. Das vierte Mal. Zum zweiten Mal. Und darf ich euch fragen, warum ihr kommt? Ja, genau, das ist die Gründe, die wir eh jetzt mal vortragen werden im Endeffekt. Ne? Friede, Freiheit, Gerechtigkeit. Also ich finde das großartig und wirklich, ihr soll es viel Applaus bekommen und vielleicht machen wir mal auch eine Friedensmahnwache in St. Pölten, wie werden das? Ja, bitte. Oder ihr macht es einfach selber. Braucht nicht so viel, um damit anzufangen. Fangt einfach an damit. Also riesen Respekt für euch, wirklich. Danke. In dem Alter, sich so mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Bitte noch einmal einen riesen Applaus. Danke. Gut, wir gehen jetzt.